Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Dieses Jahr habe ich gedacht, ich serviere meinen Heringssalat, heißt das Hering unter dem Pelz, mal ganz anders. So wie jetzt hier steht. Wie eine Torte mit schönen Rosen aus rote Beete. Und finde, ist mir gelungen gar nicht so schlecht. Sieht cool aus und schmecken tut er sowieso immer das Gleiche, egal in welche Form ihn er nicht macht. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich ihn heute zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und ich hoffe, dass vielleicht doch einer zum Silvesterparty das auf ihrem Tisch präsentiert. Viel Spaß! So, meine Lieben, wie gesagt, der Salat bleibt so, wie es immer ist und wird das auch schmecken, genauso wie er immer schmeckt. Es wird nur geformt und serviert ganz anders. Und da steht er dann auf dem Tisch wie ein neuer Salat, aus alt sozusagen neu machen und dann sieht schon dann ganz anders aus. Dieses Jahr möchte ich gerne diesen Heringssalat servieren wie eine Torte. Ich habe mir jetzt einen Teller genommen, einen Tortenring und habe hier gemessen 18 cm. So, und dann schichten wir genauso wie bei den anderen Salat Hering, Kartoffel, Eier, Möhren, rote Beete. Dazwischen wird Mayonnaise gestrichen, wird mit Salz und Pfeffer etwas angewürzt. Wenn ihr mögt, kann man auch noch ein bisschen Kräuter. Ich habe hier so eine getrocknete Mixkräuter für Salat. Die mache ich ein bisschen drauf und dann ist ja fertig. Nur zum Schluss machen wir uns ein bisschen mehr Mühe und werden wir erstmal dann schön dekorieren. Aber erstmal alles klein schneiden oder reiben. Reibe ich aber nicht auf die feinere, sondern auf so eine grobere Reibe. So, fangen wir an. Wir fangen erstmal mit Hering und von den Eier nehme ich von 2 Eier Eiweiß an die Seite. Den brauche ich dann zum Dekorieren obendrauf, wenn wir da so Torte machen. Deswegen hebe ich mit 2 Eiweiß einfach an die Seite. Also von 2. Und Rest muss ich dann nicht zu viel quetschen. Das ist da auch so verständlich. Was wollte ich noch kurz dazu sagen? Manche machen hier auf den Hering Zwiebeln. Ich mache das wirklich nicht, weil in meiner Familie mögen in diesem Salat kein Zwiebel. Aber wenn ihr das mögt, könnt ihr auch jetzt auf den Hering Zwiebel machen. Würde ich aber euch raten, Zwiebel erstmal marinieren. Einfach klein schneiden, in eine Schale legen, mit heißem Wasser übergießen und ein bisschen Salz, Zucker und Essig dazu geben. Und so für ein paar Minuten stehen lassen, Wasser absieben und dann den Zwiebel hier verteilen. So wie eine marinierte Zwiebel. So, Möhren sind jetzt auch drin und wie ich schaue, dass es nur so hoch ist. Deswegen denke ich, dass ich mache noch eine Schicht von den Kartoffeln und dann wird die restliche Kartoffel auch weg. Als letzte oben machen wir eine dünne Schicht von den roten Beeten. Verbrauchen wir nicht ganze rote Beeten, wir brauchen die dann noch später. Hier oben reibe ich auf die grobe Reibe und dann, wenn wir dann dekorieren, müssen wir feinere Reibe machen. Ganz dünne Schicht Mayonnaise und dann stellen wir unseren Salat in den Kühlschrank für ein paar Stunden, dass es richtig schön kalt wird und seine Form hält. Am besten sogar so einen Salat abends machen und am nächsten Tag ihn einfach fertig dekorieren.
So, geht jetzt in den Kühlschrank. So, bis das unsere Salat steht im Kühlschrank, werden wir versuchen, auch unsere Rose aus rote Beete zu bereiten. Ich habe so ein Messer, den schneide ich oft oder Kartoffel zum Bratkartoffel oder Zucchini. Dann kann man es gleichmäßig so schneiden, in so eine gleiche Scheiben. Ich habe jetzt nur eine Position gestellt und muss jetzt schauen, es muss nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Und da muss ich noch hier ein bisschen einpassen. Wir brauchen so eine große rote Beete eine für die Blumen. Jetzt müssen wir diese Scheiben, weil es ist dann wird zu groß, mal schauen, wie werden die besser gedreht. So oder so. Schaut, wie die Pflanzenfasern liegen. In meinem Fall, wenn ich so drehe, dann bleibt es schön in die Röhrchen. Deswegen muss ich meine rote Beete so aufteilen, so halbieren. Und dann lege ich die so und immer ein bisschen drauflegen. So, 1, 2, 5. So 6, 7 Blättchen haben wir. Und werden jetzt zusammenrollen. Und wenn wir unten das anfassen, müssen dann jede einzelne dann auch mitnehmen. Und wenn es zu schwer, kann man auch mit dem Messer so anfassen. Aber es geht. Gehen schön alle zusammen zu so einer Rolle. So sieht es aus. Gar nicht so schlecht sieht es aus. Und das ist alles noch so bleibt, den ich auseinanderwickeln, müssen wir Zahnstocher unten hin reinstecken. Schön vorsichtig. Einfach reindrehen, dass wir nichts kaputt machen. So. Und von dieser Seite auch. So wie ein kleines Kreuz machen wir. Perfekt. So sieht sie aus. Danach, wenn wir dann auf den Salat drauf machen, können wir die bisschen auseinanderziehen. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Dann können wir so ein paar machen, so wie wir das wollen, auf unserem Salat so als Torte dekorieren. So, schaut. Und so können wir die schon vorbereiten. Macht euch ein paar Scheibchen ab und dann probiert ihr, wie die so zusammenrollen. Und dann wisst ihr Bescheid, welche Dicke braucht ihr. Die Prinzip irgendwie so wie bei den Kartoffelrosen. Und unbedingt fixieren nicht vergessen. So, nach ein paar Stunden machen wir es weiter. Habe ich jetzt meinen Salat rausgeholt und nehme ihn aus dem Form raus. Ganz vorsichtig erstmal auseinander, dann am Rand mit sehr dünnes Messer gehe ich lang. So. Super. Mal schauen, wenn mal was, kann man noch ein bisschen korrigieren. Aber das ist auch nicht schlimm. Und jetzt so eine Sache. Oder kann man eigentlich so lassen, so wie es jetzt ist. Es sind auch schöne Schichten drumherum. Oder wir machen eine Deko. Ich habe jetzt restliche rote Beete auf feinere Reibe gemacht, gerieben und auf den Sieb gelegt, dass auch überflüssige Flüssigkeit wird abgetropft. Mein Salat schwimmt dann nicht in den rote Beete-Saft. Dass jetzt das alles so gut klebt an den Salat, müssen wir noch mal ein bisschen mit Mayonnaise bestreichen. So. Und werde erstmal jetzt die Seite ganz dünn mit so einem Silikonspaten einfach bestreichen. Dann klebt besser die rote Beete dran. So, und als nächstes werden wir jetzt mit der Gabel so immer ein bisschen nehmen und an die Seite drauf machen. Jetzt können wir auch unsere Tortenschale, diese Backpalette nehmen und auch
und unsere Salattorte. So, jetzt machen wir auch unsere Teller sauber, bevor wir zur letzten Deko kommen. So, das haben wir jetzt fertig. Jetzt können wir schon unsere Rose draufsetzen. Die Rosen kann man einfach so mit dem Zahnstocher draufsetzen. Wenn ihr natürlich Angst habt, dass die auseinanderfallen, macht man hier drunter richtig schön Mayonnaise, dass die Mayonnaise richtig da reindrückt und dann wird es kleben. Ich habe mir jetzt hier vorbereitet ein bisschen Creme Fraiche und möchte jetzt es mit dem Creme Fraiche draufsetzen. Das ist vielleicht nicht so viel Mayonnaise, obwohl Mayonnaise selbstgemachte Mayonnaise, aber naja, Mayonnaise ist Mayonnaise. Und setzen wir erstmal die Röschen drauf und dann können wir die Zahnstocher rausziehen. Nur danach. Dann bleiben sie da drauf sitzen. So, mache ein bisschen Creme Fraiche und setzt euch so die Rosen, wie ihr es ja gerne wollt. So, und dann Zahnstocher raus. Und noch die letzte. Ich habe 4 Stück gemacht. So, und wir haben noch an der Seite Eiweiß hingestellt, auch zum Dekorieren. Ich hatte gedacht, ich habe hier ungefähr noch, naja, knappe Esslöffel, glaube ich, nee, so halber Esslöffel noch Mayonnaise übrig. Und dass ich es in verbrauche, streiche ich es mal hier oben drauf, diese restliche Mayonnaise. Dass vielleicht durch das Eiweiß kommt diese Rose nicht so stark. Und dann habe ich auch die Reste weg. Mayonnaise mache ich mit einem Ei und das reicht genau für den Einportionssalat, ob das Kartoffelsalat oder jetzt für die Heringssalat. Das reicht genau für eine große Schüssel Salat. Und jetzt werden wir noch Eiweiß auf den dünneren, auf die feinere Reibe reiben. So, jetzt der letzte Strich, kann man sagen, dekorieren. Unsere Rosen liegen im Schnee. Kurz vorm Servieren kann man noch ein bisschen mit Salzstreuen anwürzen, bevor er auf den Tisch stellt. Jetzt wollte ich es nicht machen. So, und jetzt geben wir zu unseren Rosen noch ein bisschen was Grünes, weil wir brauchen auch ein paar Blätter. Kann man dekorieren nach Lust und Laune natürlich. Ein bisschen auch Fondue was geben. Und zum Schluss mache ich auf meine Schnee ein paar Granatapfelkerne, wie ein Rubin im Schnee liegt. So kann er auch an den Tisch gehen. Voilà! So sieht meine Salattorte aus. Und ich hoffe, dass einer oder die andere wird es sehr mutig sein und einfach so mal ausprobiert. So werde ich dieses Jahr mein Heringssalat an Tisch servieren. Und euch wünsche ich natürlich gute Rutsche ins neue Jahr. Und würde mich natürlich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!